Generell, wir haben auch so viel Sterne noch in den Kisten. Also wir haben noch einiges. Aber hey, du bist gleich da. Ich bin gleich da. Yay. Hey, du hast mich gespoilert. Ja. Bin ich. Ich war mal so frei. Wie sieht jetzt eigentlich unser Ding aus auf der Karte? Sehr interessant. Unsere Apparatur. Nennen wir es Apparatur. Der modernen und der antike. Wo hast du, wo bist du gestorben, genau? Bei dem Typen da. Direkt in der Mitte. In unserem Kampf. Lass mich warten, es ist nicht mehr da. Nee, war nur mein Gold. Obwohl, nee, kann nicht sein, mein Gold habe ich abgelegt. Dann habe ich ungefähr 6 Gold eingesammelt. Ja klar, du verlierst auch einen Teil deines Goldes halt direkt, halt für immer. Aber ich habe 31 Gold. Das reicht. Aber der Typ ist noch nicht da. Shit, da hätte ich eigentlich gleich kaufen können. Der war ja noch da. Na und warum hat das nicht? Naja, also... Ne? Ich könnte das so ausdrücken. Ich sag aber eher... nichts dazu. Hey. Geh ich da halt nochmal hin. Ach Quatsch! Kommt doch jetzt gleich hier hin. Was sagst du? Mal sehen, was schneller ist. Er hierher ziehen oder ich dahin laufen? Stelle ich mich jetzt einfach hier hin? Und schau der Sonne beim Wandern zu. Mach das. Unterhalte uns. Erhol mit deiner Lebensweisheit. Tag in Terraria. Die Vöglein zwitschern. Hm? Sonne scheint. Du pennst gleich ein. Der Mond knistert durch die Zweige. Schön. Der Mond knistert durch die Zweige? Ja, schön. Klingt doch anständig, mehr. Oder nicht? Ich weiß ja nicht. Ich ja, weiß ja nicht. Dann bleibe ich dabei jetzt einfach. Meinst du? Ja, es war eine sternklare Nacht. Nicht? Ich bin davon nicht überzeugt. Aber gar nicht. Doch plötzlich da! Ein Gewitter. Nein! Ist mir schlecht. Eins von links, eins von rechts. Ein Gewitter gewitterte das andere. Ganze Meere spiegeln in 1000 Krümmeln. Und du meinst, hier sollen die dann wohnen, ja? Der eine wohnt da ja schon drin. Dann kannst du ja gucken, wie gesagt. Man muss ja hier nicht welche einbauen. Du kannst ja hier dann auch die Lager dann für die ganzen Truhen und sonstiges machen. Aha. Du meinst, ich kann das? Du stellst einfach Truhen jetzt hier neben und hast ein Lager mit Truhen. Also so kompliziert ist das jetzt nicht. Na, ich weiß nicht. Keine Raketenphysik. Siehst du das hier? Was macht das Vieh da? Sterben. Okay. Hatte denn jetzt das Gold? Ich hab mein Geld, ja. Also hattet die bitte jetzt beide mir Wege. Bitte was? Bitte jetzt beide ihr Wege. Kannst mich mal. Ob du jetzt bei dem gewesen bist. Natürlich nicht. Warum nicht? Dann wäre ich immer noch nicht hier. No. Du hast doch gesagt, ach komm, vergiss es. Nein, du wolltest doch das Wettrennen mit dem machen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt, ne? Dann gehe ich da halt hin. Ich kann ja mitkommen. Ich dachte, du wolltest hier bleiben. Ja, gut. Ich werde stattdessen da auf dem Weg nochmal irgendwo sterben und dann das Geld verlieren. Wie gesagt, dann fahre ich meine Geschichte mit dem Gewitter und dem der Sonne fort. Kommen wir nicht mit wie ist er? Aleria? Anariel. Anariel, Entschuldigung. Bitte. Aleria war WoW. Woodrunner. Ja. Fast identisch. Geht sowieso nichts über den Hauptcharakter Peak Ass. Oh? Warum man noch immer auf so einen Namen kommt. Weil sie das O weggelassen haben.
Nein. Doch. Nicht? Eher nicht. Hm. Er hat eher zu viel Karten gespielt. Wunderte mich nur, dass kein Trumpf oder Herz dabei war. Das wäre zu auffällig gewesen. Hm. Ne? Also ich bin noch nicht sehr weit. Merk das, du bist bei 7000 Entfernung musst du sein, du bist erst bei 2,5. Also du hast noch ein bisschen. Nein. Doch. Du wolltest deine Geschichte vorstellen. Jetzt hast du im Hintergrund die Musik vom König der Löwen. Während du nach Hause läufst, weil du hast dein Gold vergessen. Nein. Nein. Ich will ins Bett. Wir machen ja gleich Ende Gelände. Lauf schneller. Ich gehe ja schon. Ich gehe doch schon. Mann, hier. Da liegt eine schwarze Linsensuppe. Nein. Doch. Wie ging die Geschichte eigentlich mit Anariel? Warum kommst du eigentlich nicht gleich her? Es ist gleich wieder Nacht. Wir haben dann die Schuhe gebaut. Da ist ein Pinguin. Und dann kann man das dann nochmal versuchen. Nein. Oh, dann muss man ja laufen. Nein. Ich muss mich gerade zurückerinnern an dieses tolle Gedicht, was ich gelesen habe. Anariel? Ne? Das noch? Irgendwas von wegen Mondgedunst. Als er sie beim Namen nannt und dann mit ihr im Wald verschwand, oder? Ja, so, ja. Ich glaube, er hat das irgendwo noch. Ja. Aber würde es uns niemals nochmal geben. Das legendäre Gedicht. Och, ich fand meine Peter Frankenfeld Nummer ganz lustig. Das sagt dir jetzt nur nichts. Ja doch, halt Sachen absichtlich halt falsch vorlesen und sowas. Ja, der Peter Frankenfeld hatte da einen ganz netten Sketch halt mit der Bürgschaft von Friedrich von Schiller. Und stottert das auch so runter vor dem Vortrag halt und spricht sich die ganze Zeit und sowas. Das hatte ich da im Kopf. Deswegen auch der Mond gedunst. Oh, guck mal, ein Skorpion. Yay. Ich bin bald da. Ich nicht. Ich laufe. Aber ich komme näher ran. Du bist ja auch schneller als ich. Jetzt bin ich nämlich schon unter 2000. Wuppdi-du. Komm ran. Ich hol das auf. Ich hol das nicht auf. Aber du hättest es aufholen können. Ja, ich bin blöd hängen geblieben. Das mache ich ständig. Das ist ein Hobby. Ich bin ein Hobby-Hängenbleiber. Nicht nur im Kopf. Ob du schon da bist? Nein, noch nicht. Okay. Bist du schon wieder über 2000? Nee, ich bin nochmal blöd hängen geblieben. Ich bin gerade erst beim Meteor. Jetzt bin ich gerade angekommen. Jetzt sag nicht, er ist wieder nicht da. Nee, er steht da noch. So, Kollege. Sicher, dass du von ihm alles... Wir brauchen hier eine Tinkerblade und zwei Schuhe, ne? Ja, wir müssen trotzdem nach Hause. Warum? Weil der ganze Rest, den wir verarbeiten, zum größten Teil müssen, sowieso noch in den ganzen Kisten liegt. Brauchen wir nicht nur unsere Schuhe und deren Schuhe? Ja, nur für die Rocket Boots, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich meine, was willst du noch alles daran bauen? Ja, aber dann kannst du halt noch ein bisschen halt Damage-Items und sonstiges bauen. Was willst du da alles bauen? Die Magic. Ich habe die Macht. Das Wissen über Terraria Wiki. Ich meine, wir können es gern probieren, aber es ist halt blöd, weil wenn wir verrecken, dann müssen wir erst wieder hier hinlaufen, dann den Tisch holen, um uns dann nach Hause zu teleportieren, um dann die Sachen zu bauen. Wir können ja vorher den Tisch abbauen.
Und nicht, wenn wir verrecken. Es ist ja nicht so, wir bauen uns die Dinger und lassen einfach den Tisch stehen. Und der Boss spawnt einfach. Ich kenne dich. Ich mich auch. So, gucken wir mal. Da. Geisterstiefel sind das, ne? Ja. Anlegen. Du musst mir die Schuhe noch rüberschmeißen. Sonst hier kann hast ich du nicht deine Schuhe. Hui, ich kann fliegen. Aua. Und Fallschaden kriegen. Ein Hörnchen. So, das kann ich auch noch verbinden. Was kannst du denn alles Tolles verbinden? Dass ich einen Double Jump und sowas hab. Mhm. Und daran meine ich noch ein paar Sachen, die ich jetzt gerade einfach nicht mehr im Kopf hab. Kann ich noch irgendwas mit den Schuhen? Ah, ich glaube, da fehlt das Obsidian für. Hast nicht zufällig dabei, ne? Obsidian habe ich nicht dabei, ne. Okay. Dann packe ich den Tisch wieder ein. Dann hoffen wir, dass wir jetzt irgendwie ein Stückchen weiterkommen als eben. Moment, ich muss kurz noch was gucken. Bewegungstempo. Bewegungstempo. Hier Schaden plus. Was machst du nochmal? Nix. Okay. Ich guck gerade die ganzen Secondary-Dinger, die ich hier noch anhab, halt durch. Also auf jeden Fall habe ich jetzt noch einen Double Jump. Na, immerhin. Das macht ein Furzgeräusch. Gratuliere. Jo. Aber es ist ein Double Jump. Du hast gefurzt. Okay. Es wird zwar sowieso nichts, weil wir immer noch nicht schnell genug laufen, aber mal gucken. Viel schneller können wir jetzt derzeit noch nicht laufen. Ah Gott, der kommt mit Herzchen an hier. Wer mag dich halt? Ah, ich ihn aber nicht. Geh weg. Hat ihn jetzt angesprochen? Ach, ist ja gar nicht dunkel. Es ist noch gar nicht dunkel, genau. Was passiert eigentlich, wenn ich hier drüber hinausfliege? Dann bist du darüber hinausgeflogen. Und was kommt dann hier? Irgendwann kommt das Meer. Das große blaue nasse Ding. Ja, stimmt, da kommt ja noch mehr. Haha, da kommt noch mehr. Bei sowas lachst nur du. Das Furzgeräusch ist auf Dauer aber auch überhaupt nicht nervig. Nein, das ist ganz toll mitten im Bossfight. Aber es macht einen dauerhaften Double Jump. Toll. Ich habe aber auch so einen Double Jump. Ja, aber damit komme ich hier. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Ne? Ich kann darauf verzichten, dass ich höher komme. Das ist wichtig, um auszuweichen. Nein, das Geräusch ist wichtig. Nein. Dadurch wird der Boss einfach davonfliehen. Sei ehrlich. Geh weg. Du magst es einfach. Nein. Die ganze Zeit hört. Nein, bitte hör auf. Nein, in der Wolke. Einmal mit Profis. Ich weiß, was mache ich dann hier, ne? Aber. Ernsthaft. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, so erst recht nicht. Eieiei. Er hat seinen Spaß.
dachte gerade, was greift mich da an? Nichts. Darfst ihn anreden. Na toll. So ging es mir vorhin. Kommt man ja auch super raus aus dem Aspekt. Deswegen stand ich ja da und wurde dann so ziemlich gut getötet. Oh, man kann aber wirklich gut jetzt ausweichen mit dem. Ich kann auch gut reinspringen. Ich bin mir immer manchmal nicht sicher, wo der, der von ihm anfängt und wo er aufhört. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also meine Space Gun macht dir so gut wie gar keinen Schaden. Nur ein bis zwei Schaden. Das ist nicht tot, viel. Weil ich halt Schaden bekommen habe. Ich bleib im Kopf hängen. Nein, das wird nix. Nein. Da fehlt uns tatsächlich Schaden, da fehlt uns Ausweichmanöver, da fehlt uns einfach alles. Ich sag es doch. Ich wollte nur noch mal vergewissern. Ja, glaubt mir ja nicht. Ja. Und? Glaubst du mir jetzt? Nein! Niemals! Nee. Ich glaube, wir machen dann an der Stelle jetzt gleich erstmal Schluss. Doch. Lange genug für heute gequält. Nichts erreicht. Bis auf, dass wir den Tinkertypen haben. Und ein Furzen Investors. Bau mal irgendwo den Tinkertisch noch hin. Ich hab den da stehen lassen. Nein, du hast ihn abgebaut. Nein, ich hab den da stehen lassen. Bau hast du gesehen? Bau den irgendwo hin. Okay. Irgendwo, wo du meinst, wo er gut steht. Warum buddelst du den ein? Du hast gesagt, ich soll ihn irgendwo hinbauen. Ich weiß nicht mal, aber ich weiß, dass du ihn irgendwo eingebuddelt hast, weil ich Geräusche gehört habe. Ich hab da was schon, weißt du, so einen sechsten Sinn. Das nennt man Gehör. Ne. Ist einer der üblichen fünf Sinne. Babyface-Monster, was ist denn das? Ist das, was mir hinterher lief. Ach so, das Teil, okay. Ich wollte gucken, wo der Obsidian-Zeugs gedöns hin ist. Wollte ich so generell noch aus so ein paar Sachen eventuell noch ein Item bauen oder so. Aber doch nicht mehr heute. Einmal nochmal rüber gucken, jetzt wo wir das Teil ja gerade haben. Oh. Ich weiß doch noch nicht mal, wo ich es hingebaut habe. Na und? Ich werde schon irgendwie hin. Irgendwie. Aus und wenn, dann ne, mache ich die ganze Zeit das Geräusch und irgendwann sagst du es mir dann schon. Ich werde Möglichkeiten finden. Machen wir denn den scheiß Obsidian? Ich weiß nicht, irgendwo war es. Gar nicht bei dir im Inventar. Einfach mal weil. Nee, immer noch nicht. Okay. Inche. Find's nicht. Hätten wir mal geordnete Truhen. Wenn die mal ordnen würdest. Ich doch nicht. Ich war das beim letzten Mal. Jetzt bist du dran. Das glaubst du doch nicht im Ernst. Doch. Würde ich so sagen. Übrigens, das Ding müssen wir aufhängen. Welches Ding? Na, den Hasenbanner, um zu zeigen, wie viele Hasen wir getötet haben. Der muss aufgehangen werden. Ich meine, es hilft zwar nicht, dass wir das im Obsidian finden, aber ne? Nehmen wir nochmal die Truhe von ganz außen. Hält vielleicht den. Hm.
raste gleich aus mit deinen komischen Sicheln da. Immer. Einfach draufdrücken. Gucken, was du killst. Ne, keine Ahnung, wo ich die gelassen hab. Mit so einem Schwein auch nachgeguckt. Das habe ich heute nicht benutzt. Aber vielleicht da reingetan, das zu irgendeiner Zeit. Ne. Alles leer. Okay. Oh, zumindest halt keine Obsidian drin. Ich hab Höllensteine aus irgendeinem Grund so viele. Warst du zwischendurch in der Hölle? Nein, ich dachte. Solltest du dort sein? Musst du doch die ganze Zeit so ein Sichelbuch farmen. Der auch so äußerst erfolgreich war. Ja, bis jetzt immer noch keins. Also es nicht. Dann gibt's nicht. Da. So ein klasse Punkt, den du da ausgewählt hast, muss ich doch sagen. Der hat irgendwie was. Man könnte meinen, der ist gar nicht, ist gar nicht da. Du hast gesagt einfach, ich soll es irgendwo hinbauen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Ich lobe den Platz doch. Jetzt ist das auch wieder nicht recht. Man kann es ihn nicht. Naja, man kann den Sarkasmus quasi einfach nur spüren. Nein. Nein. Kein Sarkasmus mit bei. Gar nicht dabei. Nee. Nee, okay, wir haben keine Dinger, also ist das auch egal. Cool. Dididididid. Dann Spinnenformation. Ja, im Haus. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Mit dieser fabelhaften Kupferdecke. Ich komme hier nicht mal mehr hoch, es ist denn wahr. So, warte. Hast aber dann noch irgendwie schön gebaut. Muss man ja doch sagen. Ja, also hast dir Mühe gegeben. Die Kupferdecke funkelt so ein bisschen auffällig. Wie gesagt, ja, ich hatte keine anderen Blöcke, deswegen. Aber sonst ist es. Sie sticht ein bisschen stark raus, finde ich. Nur durchs Funkeln. Ja. Ne? Aber sonst, vielleicht ersetzen wir die, vielleicht lassen wir es auch einfach so, weil das hat ja Bling, Steil und so. Wir sind einfach so Prollos, ne? Wir müssen halt, also es glitzert und funkelt und Bling macht hier und Bling da. Gedöns, ich bin ja so fertig. Das glaube ich. Ne? Von daher machen wir es heute kurz. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Terraria, hoffentlich etwas munterer. Gucken wir mal. Aber nicht unbedingt sinnvoller. So wie immer. Und schon gar nicht erfolgreicher. Mal gucken. Ne? Also mit dann. Viel Glück. Bis denne. Tschüss.